Hallo, hier ist der Christoph von Schnauz58. Und ich habe wieder ein neues Messer bekommen. Aus der Böger Plus Reihe. Das Böger Plus Rolled Scout. Das lese ich jetzt ab. Ich möchte das jetzt nicht nachmessen. Eine Klingenlänge von 11,9 cm. Eine Gesamtlänge von 23,5 cm. Eine nutzbare Klingenlänge von 9,5 cm und eine Klingenstärke von 3,6 mm. Es hat eine Klinge aus D2 Stahl, Stonewashed Finish und hier ist das gute Teil. Es hat sandfarbene G10 Griffschalen unterlegt mit roten Linern. Ein formschönes Messer. Liegt auch sehr gut in der Hand. Was mich ein bisschen stört, dass hier auf dem Griff, auf dem Klingenrücken keine Chimpings sind, wo ich den Daumen anlegen kann oder den Zeigefinger. Also ich wünsche mir hier ein paar Chimpings. Es macht einen sehr guten Eindruck, das Messer. Was natürlich nicht optimal ist, das ist von Klingenspitze bis Griff 11,5 cm und dann den Anschliff nur gezogen bis 2 cm vor den Griff. Da ist die Hebelwirkung so groß, das wird ein Problem beim Schnitzen oder Schneiden. Das Messer hat hier vorne einen Radius, um den Finger einzulegen und weiter vorne zu greifen. Das ist nicht schlecht, aber trotzdem, wenn ich richtig fest zugreife, drückt mir die Schneide hier in den Finger. Und wenn ich das Messer noch kürzer nehmen will, passiert dasselbe. Mir drückt der Finger hier in die Schneide und verletze ich mich. Von der Verarbeitung her ist das ein tolles Messer. Der Stahl D2 mag ich sowieso. Und das Stonewash Finish ist wunderbar. Das Messer wurde designt von Jasper Foxness und ist ihm sehr gut gelungen. Ein schönes Outdoor-Messer, Full Tang. Steht hinten ungefähr 5 mm über, so dass man es auch zum Schlagen benutzen kann, um Scheiben einzuschlagen oder sonst irgendwelche Sachen. Es hat Hohlnähte, so dass man hier entweder ein Lanyard anbringen kann oder das Messer an einem Stock festbinden. Also es ist ein formschönes Teil. Da hat sich Böger mal Mühe gegeben. Aber wie gesagt, was fehlt, ist halt die verwertbare Klingenlänge, 2 cm verschenkt und die Chimpings. Also ich würde mir wünschen, dass Böger hier im Daumenbereich ein Chimping anbringt und weiter vorne Übergang Klingenrücken runter zur Spitze. Dort auch ein Chimping, sodass man das Messer auch richtig kurz greifen kann. Aber ansonsten ein klasse Messer. Ich werde das jetzt auch diese Woche im Wald mal testen und werde da ein Video nochmal hochladen. Ein schönes Teil. Geliefert wird es in einer gut verarbeiteten Kydex-Scheide mit einem Gürtelclip. Den Gürtelclip habe ich gleich mal entfernt, weil das war nicht das Wahre. Ich werde mir da einen Techlock dran machen oder ich werde es als Neckkneif, wie ich es jetzt gestern dabei gehabt habe, um den Hals tragen. Jo, Leute, das wäre es eigentlich schon wieder von mir. Das Rolled Scout aus der Böker Plus Reihe. Dankeschön fürs Zusehen und Zuhören. Schreibt mir einen Kommentar drunter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.